bin der Michael, bin 50 Jahre alt und Vater von zwei eigenen Kindern und mit noch drei Kindern von meiner Frau. Somit haben wir fünf Kinder. Zwei davon leben bei uns. Wir haben ganz, ganz viele Erfahrungen mit Kindern, bin aber ein kompletter Quereinsteiger. Ich bin Projektmanager bei einem großen Unternehmen und habe eigentlich vorher noch nie was damit zu tun gehabt. Suche jetzt aber eine neue Herausforderung. Wir sind da beide. Eigentlich war meine Frau der ausschlaggebende Person, die gesagt hat, sie möchte sich beruflich verändern. Und ich dann die Unterlagen gelesen habe, habe mir dann das Buch von Daniel angeschaut, habe die ersten 10 Seiten gelesen, habe gesagt, hi, hallo, hier ist noch jemand, der es unbedingt machen möchte, weil es mich total fasziniert hat, wie er da rangegangen ist. Und das war so für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ja, das ist es, das will ich haben. Was ich hier total toll finde bei diesem Training ist, dass man keine fiktiven Darstellungen macht, sondern man geht immer an sich selber ran dabei. Das heißt, wenn wir Trainings haben oder Methoden ausprobieren, dann bin ich auch immer der Klient, der wirkliche, also der Michael ist der Klient und nicht Fritzchen Müller, der ein Problem mit Englisch hat, sondern es werden meine Probleme wirklich angesprochen und somit kann ich dann auch sehen, wie sich der Klient hinterher verhalten würde, wenn er in Gefühle reinrutscht, wie es bei mir auch vorgekommen ist. Das, was der Daniel hier tut, wie er es vermittelt, das ist in meiner Welt sensationell. Er hat extremst viel Witz, aber durch seine Darstellung und durch das Erklären manifestiert sich das auch extremst im Kopfe. Ich bin total fasziniert. Als der erste Block vorbei war, war ich traurig, dass es so lange gedauert hat, bis der zweite Block kommt. Und wenn ich sehe, ja, schade, wir haben nur noch 2 Tage jetzt, dann weiß ich gar nicht, was ich jetzt später machen soll, weil es macht einfach Spaß. Ich habe aufgrund meines Jobs schon viele Seminare besuchen dürfen und habe aber noch nie so viel Heiterkeit, Fröhlichkeit bei einem Seminar gehabt, aber auch gleichzeitig dieser Ernst dabei. Man weiß genau, ab wann ist der Punkt, jetzt muss ich wirklich wieder ernst werden, die lustige Phase ist vorbei. Und wenn es in die Übungen geht, dann nimmt man das auch wirklich ernst. Man sagt nicht, naja, das ist jetzt eine Übung und sondern es ist ernst, wirklich ernst zu nehmen. Und das ist das, was ich eben schon mal erwähnte, dadurch, dass du selber deine eigenen Fälle, dein eigenes Problem auch teilweise dort schilderst. Und das ist total spannend und es ist sehr abwechslungsreich. Und was faszinierend ist, immer ein reichhaltig gedecktes Süßigkeitenbuffet, was, ja, man muss aufpassen. Es wird dringend gebraucht. Wenn man sich, dadurch, dass wir auch Kinder haben und man guckt so in das Umfeld rein, die Kinder sind sehr, sehr oft auf sich alleine gestellt und stehen oftmals auch vor Problemen, die sie gar nicht mehr alleine bewerkstelligen können. Und sie schleppen viel Handgepäck immer mit sich rum. Ich merke mehr und mehr, dass die Kinder dieses ablegen müssen, um auch freier zu sein in ihren Gedanken.